Hammer des Schmiedemeisters. Ja, macht aber 1,25 Stärke Modifikation. Hat eine wesentlich höhere Rüstungsdurchdringung, dafür aber eine niedrigere kritische Trefferchance. Ach, Rüstungsdurchdringung ist immer gut. Das könnt ihr gebrauchen. Der braucht ja nicht viel Geschicklichkeit. Hier hat's auch nix. Wie sieht denn da eigentlich aus, der Hammer? Ach, sieht ja aus wie hier der Hammer. Naja. Ja, da lang. Erstmal wieder ein bisschen Grabplünderung. Was total legal ist. Kann ich immer nur empfehlen. So etwas verspricht nie Gutes. So, schnell gesaved. Betrachtet es als erledigt. Das sieht irgendwie zu leicht aus, finde ich. Dunkles Rot. Ganz schön viel Blut. In diesem kompletten Spiel gibt es ganz schön viel Blut. Also sollte er das schon ein bisschen definieren. Hier könntest du nicht mal eine Fliege erschlagen, ohne über und über mit Blut zu sein. So, hier save ich nochmal. Ach. Mensch. Wunderschöne Inneneinrichtung. Oh, Sarkophag. Rüstung der Legion. Skelette rennen hier rum. Was Interessantes? Sieht nicht so aus. Wie ihr meint. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Aha. Und wer? Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Immer noch die Frage, wer denn? Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe.
Wer spricht denn zu mir? Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Aha. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Das ist ja ekelhaft. Ach, ich sehe schon zwei Magier. Nein, der macht einen Kettenblitz. Du hast Todesmagie, vergiss es. Das ist die einzige Todesmagie, die du kriegst. Wie ihr meint. Nur ist das keine Magie, sondern ein Schwertstreich. Betrachtet es als erledigt. Argrin hat ein Level Up. Der kann auf Plünderer gehen. Letzter Streich. Ich wollte schon sagen, was war das jetzt? Das war ja Win. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Ja, sie wurde geschändet. So, was waren das für eine Rüstung, die wir gefunden haben von der Legion? Rüstung der Legion, Drachenknochen. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Das hat sich gereimt. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige... Was ist das? Jemand Neues? Unmöglich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Sie genauer untersuchen. Sie scheint hohes Fieber zu haben. Ihre Haut ist bleich und voller dunkler Flecken. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Ja, ist das die Verderbtheit? Ist das die Verderbtheit durch dunkle Brut? Es sieht so anders aus. Verderbtheit. Das waren die Männer. Ihre Wunden eiterten, ihr Verstand löste sich auf. Sie sind wie Hunde, marschierten voran, starben als erst. Nicht wir, nicht ich, nicht Laren. Wir wurden nicht verwundet, wir wurden gemästet. Mit Freunden, mit Fleisch, mit Blut. Und ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laren zuerst nahm. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wer trägt man das? Wer trug Branka das? Branka, wo ist sie? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat, mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Wann habt ihr sie denn das letzte Mal gesehen? Wie ein paar Atemzüge. Aber es muss Äonen her sein. Es war... Lange genug, um sie zu vermissen.
sie wieder zu lieben und mehr zu hassen als je zuvor. Nein, ich habe geschworen, nicht davon zu reden, nicht daran zu denken. La 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 la, ich will nichts mehr über Branka hören. Aha. Was hat sie getan? Sagt mir... Was hat sie getan? Sagt es mir, oder ihr bleibt hier. Nein, lasst mich nicht hier. Sie dürfen mich nicht bekommen. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Larry. Nicht zu Branka. Ach, nun ist sie weggelaufen. Wie die immer so geheime Schlupfwinkel kennen, die wir nicht sehen. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Wie ihr meint. Boah, das tut doch weh. Oh, 60 hat er mich abgezogen. Sure. Die Ogre hatten uns ja mal nichts entgegenzusetzen. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle. Aha. Noch mehr Geister. Ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Die Legion der Toten. Legionsalter. Wie ihr meint. Alles mitnehmen. Mal gucken, ob der Legionshelm besser ist als Ogryn sein. Der müsste aus Drachenknochen seiner Legionärshelm. Ja, ist er. Und daher ist er auch besser. Das ist mir nicht geheuer. Ich wusste schon davon. Hier ist nicht weiter drin in die Gräber. Schade. Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in dir nur noch sie sind. Aha. Unheilvolle Tür. Wie ihr meint. Die haben Larry genommen. Sie musste unsere Freunde essen. Ihren Ehemann das Gesicht abziehen. Und sein Blut trinken. Okay. Und während sie aß, wuchs. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Ruth, Mutter,
Brutmutter, das hört sich nicht gut an. Das soll mal ein Zwerg gewesen sein. Dunkle Blut. Kann ich irgendwie fast gar nicht glauben. Ein Full Damage auf die Brutmutter. Da ist noch diese hässlichen Tentakel. Ach Gott, sieht den voll, das ist ekelhaft. Abgang. Das kann ich nicht zulassen. Nur Süd-Augrim. Gott sei Dank ist sie jetzt tot. Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass niemand das zugelassen hat. Frank, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Dramatische Musik. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das Ding hier zu looten. Mühsal, Steinbrecher. Ring der Selektion. Oh, hier hinten geht's weiter. Aber gucken wir uns vorher noch ein bisschen um. Ach, das ist ja ekelhaft. Boah. War richtig ekelhaft. Und das soll wirklich mal ein Zwerg gewesen sein? Kann man fast nicht glauben. Beziehungsweise eine Zwergin. Na gut, gehen wir weiter. Bloß weg von diesem unheiligen Ort. Amboss der Leere. Ah, sehr schön. Wenn Branka irgendwo ist, dann hier. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Was war das? Ich will ganz offen sein.
Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Ein Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter. Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andrin tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Stimmt, er ist tot und die Versammlung kann sich nicht einigen oder entscheiden. Was habt ihr mit all dem zu tun? Warum interessiert sich eine Oberflächlerin für Zwergenpolitik? Ihr müsst einen Gönner haben, in hoher Position. Und der muss etwas Bestimmtes wollen. Nun, was könnte das wohl sein? Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen, weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Belen würde etwas verändern und Orsama nach vorne bringen. Die Geschichte würde den Tod von 1000 Belens nicht einmal bemerken. Ich suche nach dem einzigen Gegenstand, der unsere ruhmreichen Tage wieder zurückbringen kann. Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik, das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Aha. Einschließlich Hespif und anderen und den anderen eures Hauses. Genug der Fragen. Wenn ich bei dieser idiotischen Wahl aktiv werden soll, muss ich zunächst den Amboss haben. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradins Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Das war jetzt die Antwort, oder was? Okay. Nun gut, aber was da hinten noch auf uns zukommt, das sehen wir beim nächsten Mal. Tschüss, kleine Aufnahmepause.